Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat vor seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus geehrt. Im Universitätsklinikum von Staten Island werden Soldaten wegen Amputationen behandelt. Für die Ukraine sei es sehr wichtig, dass alle Worte und Botschaften von ihren Partnern gehört würden, sagte Selenskyj bei dem Besuch. Er zeichnete Soldaten und einige Krankenhausmitarbeiter mit Orden aus. Am Dienstag wird Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 persönlich vor der Generalversammlung der 193 Mitglieder zählenden Weltorganisation sprechen. Am Donnerstag wird er dann von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen.